Ja und nein. Einerseits nein, das macht man nicht und sollte man auch nicht tun, aber andererseits, wenn ich meinen Meister so sehr liebe, ihn als Familie ansehe, vielleicht war er der einzige Mensch, der je in meinem Leben da war, dann würde ich es vielleicht tun. Wenn ich zaubern könnte, dann würde ich andere Planeten besuchen, andere Dimensionen, mir Sprachen aneignen und in andere Welten und Kontinente gehen, einfach die Welt ein bisschen kennenlernen, was man so als Autonomalverbraucher nicht könnte. Einfach die Fassaden des ganzen Universums kennenlernen. Ich glaube, jeder hat eine dunkle Seite, auch wenn man nicht zugeben will. Irgendwo ganz hinten steckt sie und ich habe auch definitiv eine dunkle Seite. Das habe ich mich schon so oft gefragt. Kann ich aber auch auf Anhieb nicht beantworten. Ich bin zwar nicht so gemein wie Slytherin, aber Ravenclaw und Hufflepuff kommen auch nicht ganz rüber. Vielleicht doch eher Gryffindor. Gryffindor ist immer so ein gemischtes Ding. Da sind ein paar Vollidioten, ein paar Streber, ein paar Lustige. Ich glaube, da passt ich ganz gut rein. warte, da gibt es kein Wort. Ich finde es unglaublich toll, dass ein Junge, muss ich übrigens sagen, das mal übernommen hat und sich daran gesetzt hat. Dazu bin ich ein totaler Harry Potter-Fan. Hab zwar noch nicht die Bücher gelesen, ich weiß. Aber ich finde es an sich einfach unglaublich, es so umzusetzen mit den Videos und mit den ganzen Darstellern. Ist eine große Leistung. Ich freue mich schon sehr auf den Film. Nein, gibt es nicht. Nein. Das würde ich nie tun. Oh, die sind alle schön. Du bist ja gemein. ich finde alle unglaublich toll. Jeder hat seine eigenen Charakterstärken und jeder hat sein eigenes tolles Aussehen. Böse. Ich bin Paul Weasley, gesprochen von Pepsi Carola. Verpasst nicht den Film Tom Riddle, der größte Zauberer aller Zeiten.